So, und heute reden wir über eine ganz Kleinigkeit. Ich freue mich wirklich darauf, ihr Lieben, ein bisschen heute mal drüber zu reden. Nur so 3, 4 Minuten, weil ich das Thema auch ganz schnell abschließen möchte, weil ich es doof finde. Okay, ja, sorry, aber es ist halt ein bisschen doof. Ja, warum mag ich Super Mario 64 nicht so gerne? Das sage ich euch einfach jetzt, ihr Lieben, weil ich das Spiel nicht so gerne mag. Weil ich, ja. Deswegen will ich das auch schnell abhaken, dass ihr halt, ja, wie gesagt, ja, nicht mehr sauer seid. Und deswegen, ja, einfach schnell abhaken. Das ist so gut wie keiner mehr. Okay, also jetzt wird's losgehen mit der neuen kleinen Gesprächssache hier. Ich habe sehr viel Lust drauf. Meine doofen Scheißfüße kann man sehen, aber ist auch scheißegal. Einfach komm. Wie gesagt, Mario 64 habe ich früher gespielt auf den DS. Und ich mochte das Spiel wirklich nicht so gerne. Das liegt daran, dass ich das Spiel so verrückt fand, so bescheuert fand, und ich fand irgendwie nicht normal. Es war so bescheuert. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Mario 64 irgendwie nicht normal. Ich mag das Spiel nicht so gerne, wirklich nicht. Ich weiß, viele lieben dieses Spiel, aber ich bin nicht so ein Fan von dem Spiel. Ich habe das früher auf dem DS gespielt. Ich weiß, der DS, der ist nicht so der perfekte Teil, um das Spiel zu spielen, aber trotzdem, ich mag dieses Spiel nicht so gerne, weil mich diese Welt überhaupt nicht, die gefällt mir einfach überhaupt nicht, die Welt. Ich weiß, viele Kindheitserinnerungen sind da am Start, aber bei mir sind andere Kindheitserinnerungen am Start. Zum Beispiel, weiß ich auch nicht. Ocarina of Time ist ein bisschen meine Kindheit. Also nicht ganz, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, MKDS ist auch mein Favorit auf jeden Fall. Kindheit. Habe ich aber auch schon mal gesagt letztens, was ich gerne für Kindheitsspiele gespielt habe. Mario 64 war es auf keinen Fall, und ich mochte das Spiel nicht so gern, weil ich irgendwie nicht verstanden habe. Ich habe das und das verstanden. Ich fand die Welten ja okay. Also die Welt war okay auf jeden Fall. In der ersten Welt war es okay. Aber ich mochte diese Hasenwelt nicht. Ich mochte diese Musik einfach nicht. Ich mochte diese ganze Musik von diesem Spiel überhaupt nicht. Mario 64 ist für mich kein guter Soundtrack. Also ist, wie gesagt, meine ganze Meinung hier, ihr Lieben. Ich mochte einfach diesen Soundtrack überhaupt nicht von Mario 64. Aber ist ja auch Geschmackssache, ihr Lieben. Kann man auf jeden Fall auch sagen, ihr Lieben. Und ja, ich mag einfach das Spiel nicht so gerne, weil ich irgendwie das verrückt finde. Und die Welten gefallen mir auch überhaupt nicht. Und ich finde den Bowser auch echt schrecklich. Ich finde die Kirche echt nicht gut in diesem Spiel. Ich habe das Spiel zwar ein bisschen gespielt, ich habe das Spiel aber nicht bis zum Ende gespielt. Ich habe dann auch abgebrochen. Ich habe es früher gespielt. Ich mochte das Spiel manchmal. Aber meistens, ich muss euch jetzt wirklich ernsthaft, ich muss euch jetzt wirklich safe sagen, ich muss euch jetzt wirklich die Wahrheit sagen. Ich mochte nur diese Mario 64 Minispiele. Die waren echt mega geil gemacht. Die waren echt geil gemacht. Die habe ich zum Beispiel sehr gerne gesuchtet früher als Kind. Aber das Hauptabenteuer habe ich wirklich nicht so gemocht. Ich mochte die Minispiele einfach übertrieben gerne, aber die ganz anderen Sachen, die mochte ich überhaupt nicht. Das war ganz komisch bei mir. Das war so komisch bei mir als Kindheit, aber ich habe einfach immer nur gerne die Minispiele gespielt. Manchmal musste ich mich zwingen, um das ganz normale Spiel zu spielen, und ja. Ich wusste ja früher auch als Kind noch nicht, ob ich, wie gesagt, einen Hauptteil von Mario spiele, und das war ja auch ein Hauptteil. Mario 64 habe ich halt die groß, meine Fresse. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen dumm gewesen noch früher als Kind, aber jetzt bin ich ja ein bisschen erfahrener von Nintendo, und jetzt weiß ich ja auch ganz viele Sachen, und deswegen bin ich froh, dass ich euch das gesagt haben kann. Wie gesagt, 64, Mario 64 ist nicht so meins, ihr Lieben, ist aber wie gesagt meine Meinung. Und ich würde sagen, 3D-Land habe ich auch nicht. Also ich fand 3D-Land für den 3DS auch nicht so perfekt irgendwie. Es war irgendwie, ich habe irgendwie nicht so ein Herz für 3D-Mario-Spiele. Odyssey war doch eigentlich ganz gut. Ich habe da aber irgendwie immer nur Ärger gehabt mit diesem ganzen Spiel Mario Odyssey. Aber wir werden auf jeden Fall auch bald mal wieder das Spiel anfangen, von vorne das Play, dass wir einfach nur ein bisschen Spaß haben, meine Lieben, okay? Ich wünsche mir auf jeden Fall ein neues Mario 64, oder auch ein neues Mario-Spiel für die Nintendo Switch. Zum nächsten Mal, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hatten echt Spaß gehabt heute bei diesem geilen Video hier. Bis zum nächsten Mal. Das war meine Meinung, ihr Lieben. Das war einfach jetzt ganz kurz meine Meinung gesagt. Okay, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.